Die gigareiche Tiffany hat ein Geschenk bekommen. Wo ist die werdende Mama? Genau hier. Wow, ist das für mich? Oh. Tiffany, bist du auch schwanger? Woohoo. Die besten Freundinnen. Yay. Zeit, die Geschenke zu öffnen. Was ist das? Ein Auto für ein reiches Baby. Es hat eine Fernbedienung. Woohoo. Warte auf mich. Ihr werdet bald Eltern werden. Wow. Die Ergebnisse zeigen, dass du 5 Babys erwartest. Wie viele? Der letzte Lali-Dollar. Au. Süße. Komm mit. Ein goldenes Baby. Oh, Glitzer. Färbe die Windel. Suche Diademe aus. Probiere sie an. Die reichen Babys können jeden Tag geboren werden. Wo sind die Babys? Bereit, die Mama kennenzulernen? Wie geht es dir? Ach, meine Babys. Doktor, immer mit der Ruhe. Oh, das Baby strampelt. Du bist zu viel für mich. Das wurde aber auch Zeit. Was ist hier los? Ah. Ich hoffe, Miss Tiffany geht es gut. Beruhige dich. Es ist vorbei. Unser klitzekleines Wunder. Baby, es ist alles in Ordnung. Nimm etwas Geld. Glückwunsch, es sind Zwillinge. Hier sind die 5 Babys von Tom und Chloe. Oh, sie sind bezaubernd. Der schönste Tag überhaupt. Wer wird den Müttern helfen? Die Robo-Nanny. Male sie silbern an. Schneide eine Schürze aus. Setze eine Mütze auf. Sie versteht sich mit den Babys. Weiter geht's ins Kinderzimmer. Geht's. Hungrig? Eine Windel? Was ist das Problem? Kannst du mir helfen? Ich brauche wirklich eine Pause. Was sollen wir tun? Die Robo-Nanny ist kaputt. Ich muss Lucy retten. Der Assistent hat die Aufgabe nicht bestanden. So wie es aussieht, mag das Baby es nicht. Was könnte ihr helfen? Zeit zum Essen. Das könnte funktionieren. Bin ich jetzt allein? Wach auf. Wiege das Baby. Akzeptiert. Lecker, lecker. Eine Kinderüberraschung. Nimm 5 Hälften. Klebe sie zusammen. Befestige sie an der Basis. Wir werden Räder benutzen. Wir brauchen einen Wagen. Befestige alles aneinander. 1, 2, 3, 4, 5. Ein toller Kinderwagen. Zeit für einen Spaziergang. Meine winzigen Babypuppen. Es ist Schlafenszeit, da kann ich auch gleich lesen. Mann, ist der Wind stark. Was? Wo sind meine Babys? Ich muss noch bei einem Laden vorbei. Tiffany beeilt sich wie verrückt. Was ist das? Ah! Ein Kinderwagen! Ich habe sie! Die Babys sind in Sicherheit! Chloe, es tut mir so leid! Puh, es hat alles gut geklappt! Dieser Behälter wird dir nützlich sein! Schneide einen Teil eines Behälters aus! Alles ist mit Silber bedeckt. Schütte glitzerndes Glitter hinein. Befestige einen Getränkehalter. Eine Maschine zur Herstellung von Muttermilch hilft jungen Müttern, die nicht stillen. Miranda ist die Mutter von Sue.
Diese Familie hat genug Geld für alles. Das Baby ist verwöhnt. Es trinkt keine normale Milch. Hallo? Wir brauchen eine Maschine zur Herstellung von Milchnahrung. Hier ist die Lieferung. Wow, das war schnell. Toller Service. Schau mal, was da ist. Wunderschön. Sobald du die Flasche in die Maschine stellst, mischt sie bunte Milch. Es ist fertig. Du wirst es lieben. Ihr Baby genießt es wirklich. Was ist das für ein Zauber? Wo kommen diese Blumen her? Die superreiche Mami schwimmt im Luxus. Kein Wunder, dass sogar im Badezimmer alles mit Bargeld und Goldbarren bedeckt ist. Meine Prinzessin ist nach einem Spaziergang schmutzig geworden und unser Welpe auch. Oh, ich muss beide waschen. Bleib ruhig sitzen, dann wasche ich unseren Hund. Oh, ich wurde abgelenkt. Robby, hilf mir. Nur eine Minute und schon eilt er zur Hilfe. Was kann ich für Sie tun, Miss? Ich muss alles sauber und ruhig machen. Der Roboter beruhigte das Baby sofort und kusch es. Gut, dass ich super reich bin und mir so einen nützlichen Helfer leisten kann. Wow, das ist so viel Zeug. Wir werden einen Behälter brauchen. Male das Stück braun an. Nimm etwas Rinde. Bedecke sie. Ein alter Schwamm dient als Matratze. Lege etwas Zeitungspapier dazu. Das Baby wird es mögen. Peggy kam in einen neuen Supermarkt. Oh, es gibt so viele Sachen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Aber ich habe doch gar kein Geld. Ich höre ein Baby weinen, aber woher kommt es? Oh, ich dachte, du hättest Essen da. Warum benutzt du so eine Trage? Versuch das hier, das ist viel bequemer. Unsere Kunden finden das auch. Ein Baby kann zu Milch nicht Nein sagen. Sie gehört dir. Oh, sie mag es. Danke, du bist so nett. Nimm eine Leuchte wie diese auseinander. Male das Teil silbern an. Streue etwas Glitzer auf. Darin befindet sich eine flauschige Matratze. Und die hängenden Schmuckperlen werden dem Baby Spaß machen. Auch reiche Leute weinen, vor allem Kinder. Das Baby weint schon seit 5 Minuten. Schatz, beruhige dich. Vielleicht bist du ja krank? Nein, es ist alles in Ordnung. Willst du mit deinem Freund Olaf spielen? Schon wieder nein? Ach, ich halte diesen Krach nicht aus. Wie kann ich sie dazu bringen, aufzuhören? Lalilu hat eine Lösung. Wow, danke. Eine Babywippe. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Leg dich hin, Baby. Drück einen Knopf und es wiegt dich in den Schlaf. Und ich kann endlich eine Tasse Kaffee trinken. Nimm Räder von einem alten Auto. Baue eine goldene Truhe ein. Ein bisschen Magie und ein Kinderwagen erscheint auf den Stiften. Füge ein Spitzendach und ein Regal für kleine Dinge hinzu. Wunderschön. Die Matratze muss aus Gold sein. Ein Mobile in Form eines Mondes mit Anhängern wird das Baby ablenken. Verbinde einen großen Strassstein mit einem Aufsatz und einer Perle. Fertig ist die Fernbedienung für den Kinderwagen. Stacy und ihre Tochter wollen ein Picknick machen. Was sollen wir da machen? Geldhäuser zu bauen klingt nach Spaß. Je mehr Geld, desto besser. Robby, wir brauchen einen bequemen Platz zum Ausruhen. Der Assistent brachte einen einzigartigen Kinderwagen mit einer Fernbedienung. Das Baby schläft und die Mutter entspannt sich auf der Couch. Ich kann meine Tochter im Kinderwagen fahren und gleichzeitig mit meinem Freund reden. Hey, wie geht es dir? Wow, es gibt so viel Dekomaterial. Wir werden eine Blume brauchen. Und in der Mitte gibt es ein neues Zifferblatt. Lege die Uhr ans Armband. Eine Smartwatch in Kombination mit einem smarten Anhänger ist für Mütter von aktiven Kindern sehr praktisch. Mirandas superreiche Freundin hat sie besucht. Hallo Stacy. Ich wollte dich schon immer mal besuchen. Natürlich bin ich nicht mit leeren Händen gekommen. Hast du schon von dieser neuen Smartwatch mit Anhänger gehört? Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wow, von so einem habe ich schon lange geträumt. Ich liebe es. Lass uns das mit einem Drink feiern. Während ihre Mütter redeten, beschlossen ihre Kinder, sich zu verstecken.
Oh, wo sind sie hin? Ich bin so besorgt. Oh. Warte, du hast eine Smartwatch. Wir werden sie sofort finden. Ein einziger Anruf reichte aus, um die Babys zu finden. Die Kinder sind wieder bei ihren Müttern. Und das alles dank Stacys Geschenk. Über Kreuze Holzstäbe. Streiche das Holz rosa. Bring ein paar Blumen an. Jetzt riecht die Schaukel wie ein Garten. Nimm Platz und lehne dich im Stuhl zurück. Die Seiten schützen die Babys vor dem Herunterfallen. Jeder Sitz ist an dicken Seilen aufgehängt. Lass es uns schaukeln. Schatz, schau dir diese schönen Schaukeln an. Schaukele eine Runde und Mama wird eine Pause machen. Der Roboter sah, dass das Baby Hilfe braucht. Er hängte eine Kette mit Diamanten auf und schaukelte nun das Baby. Das Baby hat geweint und jetzt lacht es. Dann tauchte Miranda auf. Mein Baby will auch schaukeln. Ich habe keine Zeit dafür, aber ich habe Geld. Das Kindermädchen kann diese Aufgabe übernehmen und bekommt einen schönen Lohn. Und hier ist Peggy. Mami schaukelt ihre Tochter selbst. Sie wird ein bisschen müde. Aber die Tochter fühlt sich umsorgt und geliebt. Alle drei Mütter sind Freundinnen geworden. Wenn du über deine Kinder sprichst, musst du nicht mit deinem Reichtum protzen, denn Mutterschaft ist ziemlich verbindend. Yay! Pony, du gehst mit Lalilu. Zieh die Kleidung aus. Befestige die Strähnen. Dekoriere sie mit einer Blume. Was werden wir bekommen? Räder. Ein wunderbares Spielzeug für ein reiches kleines Mädchen. Das Kindermädchen passt auf das reiche Mädchen Missy auf. Dein Lieblingspony. Nein? Wie wäre es mit einer Meerjungfrau? Das ist eine Menge Spielzeug. Aber die Kleine mag keine Sachen. Nicht weinen. Hi. Hier ist dein Daddy. Komm zu mir, mein Schatz. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Sieht aus, als wäre das ein Knopf. Das Baby reitet auf ihrem Pony durchs Zimmer. Sie ist glücklich. Die Eltern sind begeistert von dem Spiel ihrer Tochter. Ein Behälter. Lass ihn uns neu streichen. Nimm Bastelpapier. Und Pappmaché. Das ist ein Ständer aus Holzspießen. Das ist das Maximum, was sich unsere arme Familie leisten kann. Die bankrotte Susi kümmert sich um den Garten. Aha. So viel Arbeit. Ach du liebe Zeit, Schlafenszeit. Du brauchst ein Kinderbett. Ruh dich aus, Kleines. Und Mama wird weiter putzen. Was, Süße? Ist dir langweilig? Du brauchst Spielzeug. Gut gemacht. Mama hat eine Rassel gemacht. Gefällt sie dir? Was werden wir aus diesem Karton herstellen? Noch ein Detail. Schließe es mit dem Oberdeck. Male es sorgfältig an. Das sind neue Materialien. Die Fäden werden als Saiten dienen. Zuschauer, was denkst du, wer die Gitarre spielt? Susi verdient ihr Geld mit Straßenauftritten. Du hast eine wunderbare Stimme. Ihr Hut füllt sich mit Geld. Der Wind. Alle Scheine fliegen weg. Oh, ihr Kinderwagen mit dem Baby wurde weggeweht. Oh nein, Stiffy! Oh mein Gott! No! Das Baby ist gerettet. Aber die Gitarre ist kaputt. Baby, geht's dir gut? Macht Platz! Die Ambulanz hat unsere verletzte Susi mitgenommen. Was wird passieren? Sie bringen den Patienten ins Krankenhaus.
Wir brauchen dringend einen Ganzkörpergips. Nimm Feuchttücher. Lass sie trocknen. Schneide sie in Streifen. Wickle den ganzen Körper der bankrotten Susi ein. Auf geht's zur Krankenstation. Okay. Michelle und Rachel sind gekommen, um das bankrotte Mädchen zu besuchen. Hallo, ich habe schlechte Nachrichten. Das kann nicht sein. Oh nein! Doktor, das ist ein Irrtum. Meine Damen, Ihre Freundin ist hier. Die Mamas betraten den Raum, um Susi zu besuchen. Oh, mein Baby. Es tut mir so leid, Schatz. Hallo, ja, zum Krankenhaus. Die Nanny hat eine neue Gitarre mitgebracht. Es ist perfekt. Dieser Unfall hat unsere Mamas einander näher gebracht. Ein Lalilu-Geldautomat. Ich muss etwas Geld abheben. Sie werden sich als nützlich erweisen. Eine Menge Stapel. Ordne sie in Reihen an. Wow, wie toll. Eine Geldmatratze. Die Mamas kamen zu Besuch zur gigareichen Michelle. Spiel mit den Mädchen, Liebes. Ich bringe Tee. Der Ball landete direkt unter ihren Füßen. Lass uns rennen. Der Roboter hat eine Geldmatratze mitgebracht. Der Pool ist ein toller Ort zum Spielen. Das Schwimmen mit der Matratze ist sicherer. Jetzt können unsere Mädchen schwimmen. Die Kinder sind glücklich. Welche Teile werden wir nehmen? Lasst uns das Lenkrad zusammenbauen. Und Wülste am Rand. Einen Rumpf. Decke es mit Schaumpapier ab. Baue den Mast und das Segel auf. Wow, eine Yacht. Ein wertvoller Stein. Lasst uns eine Seefahrt machen. Unsere gigareiche Familie entspannt sich am Strand. Mama, ich will nach Hause. Das Kindermädchen hat ein Geschenk für dich. Wow, eine eigene Yacht. Ich bin der Kapitän. Mama ließ die Kleine schwimmen gehen. Oh nein, es ist ein Hai. Unser Mädchen ist in Gefahr. Mama, Hilfe, Mama! Ich komme. Das Roboterkindermädchen stürzte ins Wasser. Das Baby ist gerettet. Was würde ich ohne dich tun? Es ist alles gut ausgegangen. Eine Mandarine. Dieses Netz wird sich als nützlich erweisen. Nimm den Deckel ab. Oh, ein Pokéball. Lasst uns die Farbe ändern. Umwickle ihn mit einem Draht um die Mitte. Verdrehe den Rahmen. Es ist eine starke Konstruktion. Füge mehr Dekorationen hinzu. Wer wird eine Fahrt machen? Unsere reiche Familie macht ein Picknick. Wo ist meine Kleine? Ich bin hier, Papa. Schau, das ist für dich. Ein Heißluftballon. Willst du eine Runde drehen? Ja. Das ist großartig. Gefällt es dir, mein Schatz? Es kam ein starker Wind auf. Oh nein. Papa versucht, den Heißluftballon zu fangen. Er hat es geschafft. Die Kleine ist wieder auf dem Boden. Wir hatten Glück. Lass uns stattdessen Badminton spielen. Lalilu, ich will Urlaub. Okay, schnapp dir einen Ballon. Zeichne einen Kreis. Nimm etwas Schnur. Tada! Nice. Nähe ein Bikini. Falte es. Und zieh es der Puppe an. Wow. Füge ein Röckchen hinzu. Und benutze Pastellfarben. Das perfekte Outfit für den Strand. Mädels, ich habe tolle Neuigkeiten. Ich habe etwas Geld verdient. Wow, wofür werden wir es ausgeben? Wir fahren in den Urlaub. Let's go. Wow, der Strand. Hey. Komm zu mir. Wow, eine Palme. Lass uns raufklettern. Jetzt der Sprung.
Ja, das macht Spaß. Was ist das? Das nehmen wir. Schnapp dir ein Kinderjoy. Mache ein Loch. Nimm ein Skateboard und entferne die Räder. Füge die Seitenflüge hinzu. Installiere das hintere Teil. Nimm etwas Fimo und male es silber an. Streue etwas Glitzer darüber. Ein Kinderflugzeug für die mega reiche Lilly. Los geht's! Wir haben Gäste. Wow, Margot und Lilly wollen auch Urlaub machen. Perfekte Landung. Eine Insel. Wo kann ich mich hinlegen? Hier ist deine Liege. Toll. Ein erfrischender Cocktail. Thank you. Das ist toll. Zwillinge. Hi. Wow, Lilly. Du hast aber ein tolles Flugzeug. Ich kann mich nicht hören. Wow. Eine Sandburg. Hey. Da kommt ein Fenster rein. So, ein Sandkuchen. Mädels, ich komme. Ich fliege. Pass auf. Lilly, nein. Das war lustig. Was hast du getan? Du hast unser Schloss zerstört. Sorry. Wir bauen ein neues. Okay, legen wir los. Das ist schwer. Nicht weinen, Schätzchen. Huh? Willst du beispielen? Ja, fang. Vergrößere den Ball. Forme etwas Fimo. Wähle ein Messer. Forme Details mit deinem Modellierwerkzeug. Schnapp dir ein Pop-Tube und füge einen Kopf hinzu. Bringe ein Horn an. Finde eine Spielzeugsonne für die kleinen Kinder. Ja! Oh nein, der Ball ist weggeflogen. Hinterher! Wir reden, wenn ich zurück bin. Oh, ein kaltes Getränk. Hilfe! Es ist so still. Wo sind die Mädchen? Mom! Oh, Lilly. Wir kümmern uns darum. Ich rufe den Notruf an. Hallo? Kommt schnell. Wir brauchen Hilfe. Oh mein Gott! Beeilung. Help! Wie geht es euch? Wir haben Angst. Mom ist da. Lass uns zum Ufer schwimmen. Den Mädchen geht es gut. Ihr seid so mutig. Puh, euch geht's gut. Die Kleinen sind gesund und munter. Zeit zum Spielen. Wer ist schneller? Ich will ein Spielzeug. Ich auch. Her damit. Nie im Leben. Meins. Sollen wir uns abwechseln? Was ist denn hier los? Ihr könnt den Teddy nicht teilen. Ich habe eine Idee. Sollen wir es kaputt machen? So viele Münzen. Schüttel das Schweinchen, Mom. Anscheinend ist es leer. Oh, was sollen wir tun? Ich hab's. Ich nähe einfach selbst. Bereite die Spule vor. Wähle den Stoff aus. Lalilu, kannst du mir helfen? Nähe es. Nicht so fest. Füll es mit Watte. Great job. Und Kleber benutzen. Zähle die Spielzeuge. Eins, zwei, drei, vier. Richtig. Für meine Mädchen. Ich zuerst. Nein, ich. Es reicht für alle. Spielt. Mom hat das toll gemacht. Zeit fürs Bett. Träum schön. Ich werde deine Haare kämmen. Iss auf. Noch ein bisschen. Wie süß. Leg ein Häschen unter die Decke. Eine gute Nachtgeschichte. Eure Lieblingsgeschichte. Unser Magen knurrt. Ja, ich erinnere mich. Wie vereinbart. Hey. Mom, wir haben Hunger. Please. Nehmt das Smartphone und stört mich nicht. Okay. Eure Pizza. Guten Appetit. Wow, danke. Ich mag keine Tomaten. What? Tomatenschlacht. Na, warte. No! Vereinbare das Treffen.
Nachmittags kann ich nicht. Besser abends. Iss auf. Tut mir leid, das war nicht für dich. Hey, wir sind da. Pass auf das Baby auf. Was für ein süßes Kind. Was machen wir nur? Ist dir zu heiß? Willst du hier sitzen? Was soll ich tun? Welchen Stuhl sollen wir für das Baby wählen? Ich will diesen hier. Das ist besser. Ich habe Hunger. Süßigkeiten für die kleine Prinzessin. Oder Salat? Wie wär's mit Hühnchen? Ich will Milch. Hier, bitteschön. Schneide mit deinem Messer. Hier ist die Folie für das Konfetti. Thanks. Fülle es hinein. Wähle Krepppapier. Bedecke es mit Heißkleber. Perfekt für eine Kinderparty. Es ist der Geburtstag der kleinen Mädchen. Burger! Dein Lieblingsessen. Haben wir Gäste? Hallo zusammen, hier sind eure Geschenke. Alles Gute! Was für eine Überraschung. Lass es uns zusammen öffnen, okay. Ja? Was ist da drin? Ein Einhorn. Das ist noch nicht alles. So hübsch. Wo ist der Baseballschläger? Komm schon. Los. Ja, eine Geld- und Konfetti-Dusche. Ja, wir sind reich. Hier ist eure Urkunde. Vielen Dank. Mary, willkommen in Lalilos Werkstatt. Ich bin Luxus gewöhnt. Die Designer haben einen modernen Rock für Mary vorbereitet. Vervollständige den Look mit wunderschönen pinken Haaren. Es ist ein gewöhnlicher Tag in der Schule. Die Schüler machen Witze und tratschen am Telefon. Hast du ihre neue Uniform gesehen? Hi Leute, schaut mal, was ich habe. Wie gefällt euch meine neue Tasche? Das ist die neueste Kollektion. Ja, sehr cool. Sie ist mit Swarovski-Kristallen bedeckt, genau wie mein Rock. Hast du es selbst entworfen? Natürlich nicht. Ich habe es gekauft. Warum sollte ich es selbst entwerfen, wenn ich Geld habe? Ah, ich habe mir fast mein Bein gebrochen. Lass mich dir helfen. Hier, nimm ein bisschen. Danke. Aber ich brauche das nicht. Komisch, wieso interessiert niemanden mein Geld? Hallo, ich bin Rachel. Stelle ein einfaches Kleid für Sie aus Tüten her. Probiere es an. Wir haben ein Oberteil aus Sackleinen hergestellt. Drehe eine Schnur. Wir haben Ohrringe erhalten. Ich bin so süß, oder? Rachel hat nicht gerade viel Geld, aber alle aus der Schule wollen mit ihr befreundet sein. Hi Rachel, deine Ohrringe sind so cool. Hast du sie selbst entworfen? Wow, lass uns ein Selfie schießen. Ein Junge ist vorbeigelaufen. Oh, er hat sich verliebt. Was für ein interessantes Mädchen. Komm mit mir in die Cafeteria. Nein, sie kommt mit mir mit. Mädchen, ich bin mit allen befreundet. Lass uns zusammengehen. Ja, cool. Besorge dir ein ausgedrucktes Bild von einem Lalipad. Klebe es auf dicken Karton. Das Lalipad ist ein exklusives Modell für die reichsten Kunden. Das ist der langweiligste Lehrer an der Schule. Man kann am Tisch von seiner Stimme einschlafen. Die Ergebnisse des Tests sind nicht so gut. Eure Klasse ist wieder eine der schlechtesten. Aber die meisten Schüler schlafen schon. Und Mary spielt auf ihrem Lalipad ein Spiel. Junge Dame, interessieren Sie Ihre schlechten Noten etwa nicht? Nein, nicht wirklich. Geben Sie mir Ihre Spielzeuge. Mal schauen, was junge Menschen heutzutage spielen. Wow, das ist ja interessant.
Scheinbar spielt er dein Spiel. Aha. Ja, ich habe ein Level gewonnen. Ja, alle bekommen gute Noten. Danke, Mary, wir haben gute Noten im Test bekommen. Du bist so cool.